Hey Leute und willkommen zur finalen Folge von meinem 100%igen GTA 4 Projekt. Ja, das hier wird wirklich die allerletzte Folge sein, denn wir müssen nur noch zwei Missionen erledigen, um die 100%ige Wertung zu erreichen. Und glücklicherweise sind diese zwei letzten Missionen auch die letzten beiden Story-Missionen. Das heißt, die Story endet gleichzeitig mit der 100%igen Wertung. Genauso wollte ich das hier haben und ich bin jetzt auch glücklich, dass das so zustande gekommen ist. Ich denke mal, dass ich nichts vergessen habe. Es kann ja leicht mal passieren, aber ich habe eigentlich alles ganz gründlich abgearbeitet und bin mir jetzt eigentlich sicher, dass wir wirklich nur noch diese beiden Hauptmissionen erledigen müssen. Und ja, in der letzten Folge standen wir ja vor der Entscheidung. Entweder wir gehen einen Deal mit Dimitri ein und arbeiten somit wieder mit ihm, oder wir nehmen Rache an ihm. Und wir haben Rache an ihm genommen und Pegorino meinte, er wird am Ende sein, wenn wir den Deal mit Dimitri nicht eingehen werden. Aber naja, Bell ruft jetzt erstmal an. Phil Bell. Hey, it's Phil. I understand why you made the decision you did. For what it's worth, I didn't trust that Dimitri neither. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk no more. Jimmy's falling apart. The Pegorinos ain't nothing no more. I'm out, man. Goodbye. Ja, und ja, Dimitri, Jimmy Pegorino meinte, er ist halt am Ende, wenn wir diesen Deal mit Dimitri nicht eingehen, aber das war uns egal, denn wir mussten einfach Rache an ihm nehmen. Wir haben uns geschworen, nie wieder mit ihm zu arbeiten und das haben wir auch gemacht. So, Roman ruft an, er wird ja heute heiraten in dieser Folge, deswegen hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Nico, I'm getting married tomorrow, can you believe it? Go home and get some sleep, then meet me at the church for 10 a.m. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Okay, alles klar, Roman. Dann werden wir uns jetzt nochmal ein bisschen hinlegen für 6 Stündchen, denn wir wollen ja auch keine Augenringe haben auf der Feier, auf der Hochzeit. Und wir wollen ja gut aussehen, deswegen legen wir uns nochmal ein bisschen hin. So, der Anzug ist natürlich auch immer am Start, sowieso immer. Schon seit einer Ewigkeit tragen wir einen Anzug. Deshalb müssen wir uns jetzt nicht nochmal umkleiden. Und ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns dann auch mal gleich auf direktem Wege zur Hochzeit. Aber wir rufen vorher nochmal Kate an und sagen ihr Bescheid. Hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my ma's. See you soon. Aber natürlich können wir dich abholen, Kate. Mr. and Mrs. Bellick. Hol Kate ab. Ja, Mr. und Mrs. Bellick, das wird die erste Hauptmission sein in dieser Folge, die wir zu erledigen haben. Die erste von zwei, wie gesagt. Und das ist halt eben Romans Hochzeit. Also, wir müssen uns beeilen, nochmal schnell Kate abholen. Und ich dachte mir, weil es ja so ein besonderer Anlass ist, braucht man auch einen besonderen Wagen. Und deshalb habe ich hier noch einen Infernus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau ich diesen Infernus her habe, weil ich habe mal im GTA-Wiki ein bisschen nachgeguckt, wo man denn eigentlich einen Infernus in GTA 4 bekommen kann. Und ja, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Also, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, kann man nämlich im normalen Spielverlauf, also so abseits der Story und sonstigen Missionen, keinen Infernus bekommen. Es gibt nur so ein paar Möglichkeiten, wie man eben einen bekommen kann. Die eine Möglichkeit war eben, ja, die Möglichkeit mit in der Mission Bryce's Infernus, bekommt man ja einen orangenen Infernus. Und naja, den habe ich ja leider zerstört. Er ist ja leider gestorben. Ich bin immer noch ein bisschen traurig. Ich habe ihm ja sogar einen Namen gegeben, nämlich Orange, und habe ihn auch beerdigt. Ich bin echt immer noch ein bisschen traurig, dass er kaputt ist, aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Das war auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man einen Infernus bekommen kann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eben mit Brucys Rennen. Da fahren nämlich die Gegner manchmal einen Infernus und den kann man sich dann klauen. Aber das habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Ja, und dann würde es halt noch eine andere Möglichkeit geben bei den Stevies Autoklau-SMS-Missionen. Da ist nämlich ein goldener Infernus, den man sich dann da auch schnappen kann. Also den muss man ja eigentlich in die Garage abliefern, aber man kann den auch in sein Versteck stellen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den entweder bei Brucys Rennen da geklaut habe oder eben bei den Autoklau-SMS-Missionen von Stevie.
kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Außerdem ist er ja auch nicht golden. Okay, ich hätte ihn ins Pain Spray fahren können, aber das habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn habe. Ist ja auch egal, man muss ja nicht immer die Gründe kennen. Hallo, Kate, wir sind hier. Steig mal ein hier. Ich hoffe, der Wagen gefällt dir. Der ist ja nicht ganz so schlecht. Triff Roman bei der Kirche. Okay. Ja, die Hochzeit ist ja eigentlich um 10, aber gut, kommen wir eben mal ein bisschen zu spät. Why is this weird? Because I'm going to the wedding of a couple I've never met with a man I barely know. Okay, maybe it is weird. But maybe it is. I feel like I want to get to know you proper. I've tied up a lot of loose ends in this city recently. I feel like it's time to move on. Start living my life right. But you're a tough guy with a death wish. A thieving, murdering, drug dealing idiot. Do you think you can just walk away from all that? I can try. Good luck, Nico. I really hope you can walk away. But do you think the men you've dealt with will just let you leave and walk into the sunset? They will have to. I thought that when you do the work that you do, that people get their hooks into you, and then there's no way out. I was good once. I was a normal kid who got sucked into a war he didn't believe in, and forced to watch his friends die, forced to do things he did not want to do in order to survive. If I can get pulled into this world, I can pull myself out. I've tried to make the right choices, to surround myself with good people, rather than bad ones. Good people like you. That has to count for something. Tell me, have these good people been hurt by what you've had to do? Has your cousin been caught up in your mad life? Maybe you're right. Roman has been hurt. He has lost a lot because of me. Someone without his good naturedness and optimism would have been broken by what has happened to him. I am lucky that he is still happy to be part of my family. The one family I have in this city. He might be your only family, but he's not the only one who cares about you, Nico. Really? Don't be stupid. I'm not coming to this wedding for the free nibbles. I'm coming because of you. Because no matter how stupid I think this is, I'm willing to take a chance on you. Willing to take a chance on the possibility that you can walk away from the craziness. That there is a real human being under all that hardness. The rational half of me says, get away from him, protect yourself. But the other half says he's good, he can be redeemed. Well, which half are you going to listen to? I'm Irish, Nico. We're a people known for strong whiskey, mystics, and Catholicism. Rational blood doesn't flow through these veins. You won't regret this, Kate. I'll look after you. I'll protect you. Ja, ich wollte den Dialog jetzt nochmal zu Ende gehen lassen. Ich wollte jetzt nicht in die gelbe Markierung fahren, weil dann wäre ja der Dialog auch unterbrochen worden. Und das wollte ich einfach nicht, deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Und ja, die Hochzeit von Roman steht an, also worauf warten wir noch? Auf geht's! Oh, time to preen like a peacock. Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! Yes! Wonderful! Okay. Yes, I did it! Hey! Yes! Congratulations, cousin! Thanks for coming. Yay! All right, yes, okay. Yes, we are married. Okay. Come here. You fucking double-crossed immigrant shit! Oh, man. This blood clot. Nico. Nico, come on. Oh. Somebody call an ambulance! Call a fucking ambulance! She's dead! What? Oh, shit. Shit, shit! She told me to leave it. I thought I had.
I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can. She's dead. Easy, Aya. Bring him up. Easy. Calm down, man. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't worry. Take care of this, man. Okay. Oh, man. Damn! I was meant to protect her. Ja, so ist das leider. Ich muss ehrlich sagen, Nico tut mir jetzt wirklich richtig leid, weil... Ja, es hat doch gerade angefangen, wieder etwas schöner zu werden. Mit der Hochzeit von Roman, da hat er sich sicherlich sehr gefreut, dass Roman, sein Cousin, jetzt sein Glück gefunden hat. Und Nico war ja auch gerade dabei, sein Glück zu finden mit Kate eben. Und die beiden haben sich bestimmt auch so ein bisschen vorgestellt, wie das wäre, wenn sie beide jetzt da wären und heiraten würden. Und das wäre dann vielleicht auch irgendwann passiert. Man kann jetzt zwar nicht sagen, dass sie so ein Fest, ja, dass sie so fest zusammen waren. Also, sie waren in der Anfangsphase der Beziehung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das hätte sich dann eben alles entwickelt, aber... Da muss ja leider dieser beschissene Bastard Jimmy Pegorino kommen und eben versuchen, Nico umzubringen. Und bei dem Versuch, Nico umzubringen, muss Kate eben sterben. Mann, was eine Tragödie. Aber wir haben eine SMS bekommen. Rathid, Nico, sei stark, okay? Ich werde diesen räudigen Arsch finden. Ich besorge ein paar ordentliche Waffen und alles. Warte auf meinen Anruf. Ich habe gerade keinen Wagen, sonst würde ich sie dir vorbeibringen. Easy, LJ. Okay, aber bevor wir jetzt den Anruf annehmen und somit die letzte Mission spielen und uns somit an Jimmy Pegorino rächen werden, dafür das, was er getan hat, und ich sage euch, der wird... Wir werden ihm so krass in den Arsch treten, der wird nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Da wird kein einziger Korn mehr von ihm übrig bleiben. Wir werden ihn total zermalmen, wir werden ihn smashen. So, wir werden ja jetzt noch nicht rangehen, weil ich möchte die letzte Mission mit etwas Besonderem enden lassen. Und dafür müssen wir nämlich in ein bestimmtes Versteck fahren. Und das werden wir jetzt auch einfach mal machen. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr wisst jetzt zwar noch nicht, was das ist, und ich werde euch das jetzt auch noch nicht verraten. Aber keine Sorge, wir werden gleich schon noch Rache nehmen an Jimmy Pegorino. Auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr heiß drauf. Vor allem, weil es ja, wie gesagt, die letzte Mission ist in GTA 4 und somit der letzte Moment in meinem Projekt. Deswegen, naja, muss der auch schön werden. Was heißt der schön werden? Von der Story her ist das natürlich alles ziemlich traurig hier mit dem Tod von Kate jetzt und... Ach, der Nico kann einem schon leid tun. Der kann einem wirklich leid tun. Aber keine Sorge, Nico. Wir werden uns gleich rächen an Jimmy Pegorino. Der wird nie wieder aufstehen. Der kann den Blumen bald von unten beim Wachsen zusehen. Auf jeden Fall, Nico. Auf jeden Fall. Und ja, was ich... Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, dass die Infernusse, gibt es das Wort überhaupt? Ja, dass die Infernusse eben nicht so frei herumfahren, aber ich glaube, man hat ja gerade gesehen, wie da, als wir mit Kate zur Hochzeit gefahren sind, da hat man ja gesehen, dass da ganz viele Leute in den Infernus gefahren sind, und ich glaube, das liegt eben daran, wenn man selber in den Infernus steigt, dann spawnen auch in der Gegend Infernusse. Also ich glaube, wenn man natürlich keinen hat, dann passiert das, ja, dann spawnen da auch keine in der Gegend herum. Aber ich glaube, wenn man einmal in einem sitzt, dann spawnen da auch wieder eine Menge um einen herum, und die kann man dann nehmen. Aber egal, ja. Die Besonderheit, wie ich es eben besonders abschließen will, das ist hier bei der Kleidung. Und zwar gibt es ein ganz bestimmtes Kleidungsstück, wenn man nämlich sich in dieser einen Mission dazu entschließt, Playboy X umzubringen statt Dwayne. Und ja, das werde ich jetzt anziehen, denn das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das habe ich euch noch gar nicht gezeigt in diesem Let's Play. Und ich dachte mir,
Das wäre ein guter Augenblick, denn... Naja, den Anzug, den werden wir jetzt mal ausziehen, denn das ist jetzt kein Business mehr. Sondern das ist was Persönliches. Das macht Nico von sich aus, diese Mission. Keiner sagt ihm, nimm Rache an ihm, das macht er von sich selbst aus, weil er es einfach machen muss. So, nee, die Arztkleidung nicht. Das auch nicht. Sondern das hier. Und die ein oder anderen GTA-Kenner von euch wissen jetzt wahrscheinlich schon, worum es sich dabei handelt, was das für ein Outfit ist. Das ist das Outfit, das Claude Speed, der Hauptcharakter von GTA 3, anhatte. Und wir werden das jetzt hier in Claude Speed-Manier, jedenfalls von den Klamotten her, zu Ende bringen. So, Jacob, schieß los. Nico, I had Roman a phone with that Rassler Pegorino's man, see? He being under some building in a Corinth Square. We keep an eye out on him. Wait for me. I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. He backing up, Rasta. I and I both be, see? One love. Okay. Gut. Roman und Jacob warten auf dich in einem Wagen in Alderney? Out of commission. Out of commission heißt die Mission. Und ich wäre erstmal dafür, dass wir uns einen schnelleren Wagen holen, sonst brauchen wir nämlich Jahre dorthin. Und wir wollen uns ja so schnell wie möglich an Jimmy Pegorino rächen. Deshalb würde ich sagen, wir steigen hier in diesen Wagen hier ein. Und dann geht das auch schon los. Ja, die Scheibe knacken wir auf jetzt hier. So, Claude Speed, ich hoffe, du siehst mir hier zu. Okay, seid ihr bereit, Leute, für die allerletzte Mission? Okay, ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid es auch, denn jetzt geht es los. Wir fahren jetzt dorthin, wo Roman und Little Jacob auf uns warten. Und dann werden wir auch schon Rache nehmen an Jimmy Pegorino, weil das können wir nicht mehr dulden. Wir lassen uns nicht alles gefallen. Was erlaubt er sich? Bringt er einfach Kate um, die gar nichts damit zu tun hatte. Sie kannte ja nicht mal wirklich Roman und Mallory. Sie ist einfach wegen Nico mitgekommen. Und dann musste sie sterben. Sie ist eigentlich die es am wenigsten verdient hat, da auf der Hochzeit zu sterben, weil sie mit gar nichts etwas zu tun hatte. Überhaupt nichts. Die ganze Zeit hatte sie mit nichts, mit den Gangstersachen nichts am Hut. Überhaupt nicht. Und jetzt auf einmal ist sie gestorben. Also ich finde das schon ziemlich bitter. Und ja, das ist halt... recht schade. Ach, naja, okay. Ja, die Mission wird auch wieder ziemlich heftig werden, kann ich euch sagen. Genauso wie die eine Mission, wo man Dimitri umlegen muss. Also, a dish served cold. Das war ja auch ganz schön heftig, die Mission. Da hatte ich auch einen Mega-Fail, wenn ihr das gesehen habt. Oh mein Gott, ich schäme mich immer noch dafür. Aber im Nachhinein lache ich ja darüber. Aber in dem Moment, wo es dann eben passiert ist, da habe ich eben nicht so gelacht, weil das war nicht so witzig, wenn man sich da so anstrengt. Gut, hier wären wir. Da wären wir also. Hallo. So. Nico, get in the car. Ja, alles klar. Steigen wir ein. That blood clot been out of place. And I've been following for a time, seen? Me think him next up a Pegorino. We're gonna follow him there, seen? Thank you, both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it! See him there? You have to stick to me, brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Folge Pegorinos Gangstern. Sie führen dich zu Pegorino. Oh, wie schnell der war. Habt ihr das gerade gesehen, wie der davon geheizt ist? Okay. Verfolgen wir sie mal. Die werden uns dann auf direktem Wege zu Jimmy Pegorino führen. Dead man! Fuck with the wrong Rasta and thing. This he will realize soon enough. Genau, das wird er auch realisieren, was er da eigentlich getan hat. Also, das ist unverzeihlich und wir werden uns sowas von an ihm rächen, wie gesagt. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, ihm in den Arsch zu treten. Aber in den Arsch treten ist noch milder ausgedrückt. Wir werden ihn sowas von zerfetzen. Der wird so viele Kugeln in den Leib bekommen, ey. Da wird er nur noch aus Löchern bestehen. Dann wird er aussehen wie ein Schweizer Käse. Also, ohne Witz. Das ist mein voller Ernst jetzt hier. Den machen wir fertig. Was
said you wanted to give Pegorino payback, just as much as I did. I did! I do want to, but, you know, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. That's not your blood. You got Iron Roman, see? Roman just scared and think. You don't mean what I'm saying. You're going to mash up this rascal and mash him up good, see? Roman, that's what you're feeling, don't you? Sure, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I would not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Yeah. Ja genau, er schubst einfach so ein Patriot da weg, ist klar. Die können natürlich wieder alles hier, die KI. Und ja, ich finde das gerade ein bisschen komisch, weil wir müssen sie hier halt die ganze Zeit verfolgen. Und ihr merkt ja, wie dicht wir dran sind. Und dass sie gar nichts machen, das verwundert mich voll. Also die könnten ja wenigstens mal ein bisschen schießen, aber ich bin eigentlich froh, dass sie es nicht machen. Aber es wundert mich halt. No company's grown either, auntie. It's a different city from the rest of Liberty, true? I am not taking you on some tourist sightseeing tour. We're chasing a scumbag back to his boss. Then we're going to make that shit and pay for what he did to Kate. You understand? Sure, cousin, sure. Eyes to the front, mind on the job at hand and all that shit. He's going to stop swinging on Nico. Me and from Sassi, that Pegorino, he might be hiding in the north. I'm hiding it somewhere. Okay. We're making some progress then. We will keep on this guy, and hopefully he won't fucking kill us or crash before he leads us to Pegorino. I'm about ready to see that particular moron. Me too! Okay. Ja, haben wir wenigstens Unterstützung mit Roman und mit Little Jacob, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht. Das ist eine Sache, die wir alleine zu Ende bringen müssen. Das ist ganz allein Nikos Sache. So, oh, jetzt hier runter, okay. Jetzt wird das hier so ein bisschen rutschig. Das ist ein bisschen... Oh, ist echt ein bisschen rutschig hier. Okay. Achtung. Wow. Was ein Drift. Okay. Ich glaube, hier ist sogar der Ort, wo das passiert. Wir müssen gleich da sein. Okay, in der Cutscene. Oh man, Pegorino ist in dem alten Casino. Finde ihn. Okay. Gut, jetzt werden wir mal Kate rächen und Claude Speed stolz machen. Seid ihr bereit, Leute? Okay, jetzt geht's auf. Das wird eine richtig heftige Schlacht. So, zack. Ihr könnt jetzt alle was erleben. Alle, die mit Jimmy Pegorino was zu tun haben, werden einfach ausgelöscht. Einfach ausgelöscht. Das ist mein voller Ernst jetzt. So, der nächste ist kaputt. Hier sind ganz schön viele Feinde. Da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. So, jetzt reicht's mir. Ich baller da einfach mal jetzt eine RPG-7-Rakete da in die Menge. Bam! So, jetzt werden sie alle so ein bisschen in die Luft gehen. Und dann können wir uns so ein bisschen das Feld so ein bisschen leerer machen. Dann sterben die nämlich alle durch die Auto-Explosionen. Und dann können wir uns ein bisschen näher ranwagen. So. Ich würde sagen, das hier ist ein ganz guter Spot. Hier können wir uns decken, in Deckung gehen und dann geht's weiter. So. Tja, Leute. Ihr hättet euch nicht mit Nico Bellic anlegen sollen. Das kann nach hinten losgehen, das sage ich euch. Nee, ich packe jetzt nicht nochmal die Rakete aus. Ich habe ein bisschen Angst, habe ein bisschen Respekt vor der RPG seit der letzten Folge. Okay, wo haben wir noch Feinde? Da hinten. Ah, der kommt nicht raus. Komm, zeig dich. Trau dich. Trau dich und komm hervor. So, der nächste ist kaputt. Kaputt. Als wären das Objekte. Ach, Objekte oder lebendige Menschen. Das ist völlig egal jetzt hier. Alles sind, das sind unsere Feinde und fertig ist. Zack. Ja. Ah, ich brauche einen besseren Spot. Ah, wo könnten wir uns hin? In Deckung begeben.
Hier. Hier ist gut. Gut, hier finde ich das besser. Ist ein bisschen offener hier. Okay, wartet, wartet, wartet. Ich baller noch einmal. Aber ich gehe bis zum Rand. Moment. So. Genau so sollte das passieren. So ist das auch in Ordnung. Ich habe das extra, bin extra mal aus der Deckung rausgegangen, weil ich ein bisschen auch Angst hatte vor der RPG. Okay. Oh, kommt doch mal hervor jetzt, ihr feigen Ratten. Ihr versteckt euch die ganze Zeit hinter irgendwelchen Sachen. So. Aber wir werden euch alle kriegen. Der eiert da so ein bisschen rum, okay. Mach, was du willst. Wenn du nicht... Du musst... Eigentlich müssen die Gegner total konzentriert sein. Wenn Nico hier ist. Denn er ist nicht zu unterschätzen, auch wenn er nur ein Mann ist. So. Okay, sind hier noch welche? Ich will sie wirklich alle erledigen. Jeden einzelnen. Oh, der lebt immer noch. So, jetzt ist er aber tot. Auf jeden Fall. So. Was jetzt? Ich habe einen Fluchtplan für dich, Star. Augen immer zum Himmel, okay? Ja, natürlich. Ja, das ist schon eine kleine... Also... Man könnte jetzt schon denken, mit wem, mit was er einen abholt. War da gerade noch was? War da... Ich glaube, da ist einer. I got you now, you son. Hä? Wo? Aua! Oh Mann! Boah, da war noch einer mit der Shotgun da unten. Das war ja fies versteckt. Aber gut, den haben wir auch erwischt. Also gut, gehen wir mal in das Casino hinein. In das alte Casino. Es ist eine Bruchbude, aber es passt zu Pecorino. Alt und bald durchlöchert und kaputt. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Oh Mann. Okay, Mann. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier anfangen soll. Wechseln wir mal die Deckung. So, du blöde, feige Ratte. Ich hoffe, du bist tot. Okay, er ist tot. Ist aber trotzdem nicht ganz so einfach. Oh, da vorne. Genau, da vorne. Komm hervor. Oder so. Ich glaube, wir kriegen dich auch so. Bist du tot? Ist er jetzt tot oder ist er noch nicht tot? Ich habe das gerade nicht so ganz genau gesehen. Ist er tot? Ist er tot? Ich weiß nicht. Schnell rein, 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 rein. So. Okay, ich sehe jetzt hier soweit keine Feinde mehr. Aber es kann auch sein, dass sie sich gerade nur ein bisschen verstecken. Okay, da hinten ist schon mal einer. Den werden wir jetzt auch ausschalten. Ja, der müsste tot sein. Ich glaube nicht, dass der nochmal aufsteht. Und wieder einer erledigt. Wir kommen Jimmy Pecorino immer und immer näher. Aber trotzdem Augen auf, Leute. Überall können die Feinde sein. Ich gehe jetzt auch mal in die Hocke, weil dann ist die Präzision ja auch höher. So, ich glaube, das war ein Headshot. Ja, da liegt doch die Waffe. Das signalisiert uns, der ist hinüber. Okay. Sind hier sonst noch irgendwo welche? Wenn ihr noch hier sein solltet, Leute, dann kommt hervor. Dann zeigt euch, stellt euch mir, stellt euch uns. Wir werden euch sowas von in den Arsch treten. Weil wenn ihr dann auch noch so ein feiges Schwein wie Jimmy Pecorino beschützt, dann kann das nur mit dem Tode bestraft werden. Okay. You motherfucker! Don't think for a second that this was anyone's fault but your own! You could have worked with me and everything would have been gravy! I wanted out and you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. I'd clip that bitch again if I had the chance. Verfolge Pecorino mit Vergnügen. Den Typ werden wir jetzt sowas von erwischen. Das ist unverzeihlich, was du getan hast, Jimmy. Unverzeihlich. Versucht es doch, uns zu stoppen. Versucht es doch. Ihr werdet es nicht schaffen. Viel Spaß dabei wünsche ich euch. Soll er doch versuchen. Komm her. Nein. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Verdammt. Ich muss mich in Deckung begeben. Oder weiter zurück.
Oh, jetzt muss ich erstmal in Deckung gehen. Ich wollte da eigentlich gar nicht runterfallen. Ich bin nur zu weit an den Rand gegangen. Und dann sind wir runtergefallen, aber egal. Jimmy, your time is up. Genau so ist es, Nico. Genau so ist es. Moment mal, ich muss kurz die Einstellungen ändern, ein bisschen heller machen. Damit wir auch alle Feinde erkennen können. Es ist ja schon wieder Nacht. Aber irgendwie passt so eine nächtliche Atmosphäre auch. So, jetzt machen wir kurz einen Prozess mit euch allen. Na, stell dich uns doch, wenn du traust. Aber das traust du dich nicht, ne? Nein, das traust du dich natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Mit Nico ist ja auch nicht zu spaßen. Den hättest du dir nicht zum Feind machen sollen. Und du hättest es ja auch nicht machen müssen. Dann hättest du Kate nicht getötet und uns in Ruhe gelassen. Dann wäre auch alles gut gewesen. Dann wären wir jetzt nicht hier und würden dich umbringen. Aber was passiert ist, ist passiert. Okay, sind hier noch Feinde? Okay, da kommen noch welche. Die bekommen gar keine Chance mehr, richtig auszusteigen. Das erlauben wir ihnen nicht mehr. So. Steig auf das Bike. Okay. Sieh mir zu, Cloudspeed. Ich werde jetzt das Spiel abschließen. Zu 100%. Verfolge Pecorino. Halte dich dicht an der Küste. Verliere ihn nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen knifflig hier, weil... Weil das ist hier ziemlich rutschig mit dem Motorrad. Und man muss hier auch wirklich ziemlich schnell fahren und... Ja, man muss hier halt aufpassen, dass man sich hier nicht auf die Fresse legt, weil dann ist wirklich vorbei. Das darf nicht passieren. So, und ich hoffe, er trifft uns jetzt auch nicht. Okay. Immer an der Küste halten. Immer an der Küste halten. Und da oben, da seht ihr ihn ja auch schon. Little Jacob hat ja gesagt, wir sollen immer auf den Himmel gucken. Und ja, er holt uns ab. Okay, geht mal alle aus dem Weg hier. Ich habe Wichtiges zu tun. Beschleunige über die Rampe, um zu springen. Okay. Oh yeah! Halt dich fest! So, jetzt müssen wir uns... komm, ziehen wir uns hoch! Es ist so anstrengend, aber wir schaffen es. Jawohl, wir sind drinne. Okay, jetzt steuern wir den Helikopter. Okay, wir holen ihn uns jetzt. Geh tief runter und bleib dicht an Pecorino dran. Okay, mit Vergnügen. Okay, Pecorino, kriegst du es jetzt langsam mit der Angst zu tun? Nein! Oh, Pecorino, die Rakete kriegst du aber gleich zurück. Die kriegst du zurück, mein Freund. Die kriegst du zurück. Verdammter Mist, er hat uns erwischt. Aber wir haben ihn auch erwischt. Alles klar, verfolge Pecorino. Alles klar. Mit Vergnügen machen wir das. So, die kriegst du zurück, die Rakete, habe ich gesagt. Die wirst du zurückkriegen, die Rakete, ob du willst oder nicht. Ich habe dir doch gesagt, du kriegst die Rakete zurück, du miese Ratte. Was ist jetzt? Hä? Was ist jetzt? Mit deiner blöden Rakete. Ja, guckst du, wa? Du miese Ratte. Stirb! I told you to leave me alone. I got the orders here. Me! You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really.
The commission? The old families? I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Cousin. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man. We won! Ja. Was soll ich sagen? Das war's. Das ist das Projekt gewesen. Das war's mit GTA 4. Das Spiel ist jetzt vorbei. Und ja. Was soll ich sagen? Wir haben Pegorino jetzt einfach ein für alle Mal erledigt und ja. Okay, ich werde jetzt einfach mal ein Fazit ziehen, was ich an dem Projekt gut fand, beziehungsweise was ich an dem Spiel gut fand und was ich eher nicht so gut fand, beziehungsweise was heißt nicht so gut fand, was eben meiner Meinung nach ein bisschen gefehlt hat oder so, aber das sind auch nur Kleinigkeiten und nichts wirklich Entscheidendes. Ja, ich wundere mich gerade, warum hier keine Musik ertönt, weil normalerweise passiert das immer. Aber, ja, anscheinend liegt das daran, weil ich die Musik in dem Spiel nicht anhabe. Deswegen hört man hier wahrscheinlich jetzt auch nichts. Aber ist ja jetzt auch völlig egal, denn ich will nur ein kleines Fazit ziehen. Wie gesagt, also, was ich schon mal richtig gut fand, war die Story. Da es gibt einen großen Pluspunkt. Ja, alleine das das fängt schon bei Nico an als Hauptcharakter, ziemlich mysteriös, am Anfang weiß man nicht viel von ihm, warum kommt er jetzt in diese, nach Liberty City und er bleibt auch das ganze Spiel über mysteriös und verbitterter Charakter und ja, ist ein guter Aufbau der ganzen Geschichte, finde ich, mit Roman und ja, diesem... Ja, wie man fängt klein an und dann arbeitet man sich langsam hoch und dann kommt das dann brennt, wird das Depot von Roman abgebrannt und ja, dann fängt man wieder bei Null an und dann muss man sich wieder hochkämpfen und man muss immer an sich weiter glauben und ja, das fand ich richtig genial gemacht, auch wenn es jetzt zum Ende hin ziemlich traurig war mit Kate und all dem und naja, es ist halt kein wirklich glückliches Spiel, muss man sagen. Es ist halt eher so traurig gehalten, finde ich. Und ja, was fand ich noch gut? Ein weiterer guter, richtig großer Pluspunkt ist, ja, ist die Entscheidungsfreiheit, die man in diesem Spiel hat. Also es gibt ja die ganzen Missionen hier in GTA 4, wo man die Entscheidung hat, töte ich den oder verschone ich ihn jetzt lieber? Und ja, das hat jetzt keine Auswirkung auf die 100%ige Wertung. Allerdings, ja, hat das so manchen Einfluss auf das Spiel. Und das fände ich richtig gut, dass man eben da nicht gezwungen wird, dass man eben nicht zu einer Sache gezwungen wird, sondern dass man sich ja zwischen zwei Sachen entscheiden kann.
Denn wie oft hat man es in der Vergangenheit erlebt, dass man sich denkt, eigentlich will ich den ja jetzt gar nicht umbringen, muss ich das jetzt wirklich machen? Und bei dieser Mission hat man dann die Wahl. Da hat man dann einfach die Wahl, ob man es machen will oder nicht. Und auch am Ende, es gibt ja zwei Enden. Einmal, wenn man den Deal eingeht mit Dimitri, bekommt man ein Ende. Und mit, ja, und wenn man den Deal eben nicht mit ihm eingeht und Rache verübt, ja, dann hat man auch ein anderes Ende. Also das fand ich schon mal richtig gut gemacht. Und ein weiterer Pluspunkt ist der Antagonist, also der Bösewicht, in dem Fall Dimitri. Da finde ich den Aufbau auch richtig gut, denn erinnern wir uns mal an den Anfang des Spiels zurück. Da war Dimitri ein ganz einfacher Partner von Mikhail Faustin. Da hat man ihn kennengelernt. Und ich fand das gut, dass man damals noch nicht wusste, dass er der Bösewicht werden wird, und so, dass man ihn so objektiv einfach mal kennenlernen durfte, ohne dass man jetzt wirklich einen Hass auf ihn hatte, hat man ihn einfach kennengelernt, wie seine Art ist, wie er so drauf ist, so. Und ja, und nach entwickelt er sich dann zu dem Endboss, dem ja, der er eben am Ende ist in der Mission A Dish Served Cold. Genau. Und ja, man hat ihn so selten gesehen im Spiel, deswegen fand ich auch richtig gut, weil dadurch blieb er natürlich dann auch besonders. Immer dann, wenn Dimitri aufgetaucht ist, war das was Besonderes. Und ja, dadurch, dass er eben so wenige Auftritte hat, wurde sein Charakter auch nicht ausgelutscht. Das heißt, er behielt immer diese Besonderheit, die er hatte. Diese Würze war immer drin in seinem Charakter. Und ja, er hat ja die ganze Zeit die Fäden im Hintergrund gezogen und hat immer andere Leute vorgeschickt. Dadurch hat man natürlich dann auch so einen Hass auf ihn entwickelt, so ein bisschen. Und hat sich immer gedacht, na komm, jetzt zeig dich doch mal endlich. Ich will dir endlich in den Arsch treten. Und dann ganz am Ende kann man dann die ganze Wut auf ihn entladen und ihn dann ein für alle Mal fertig machen. Das fand ich richtig gut. So, das waren so die größten Pluspunkte, die ich habe. Es gibt natürlich noch viele andere Pluspunkte, die man aufzählen könnte, aber die sind mir eigentlich nicht so wichtig, dass ich sie hier erwähnen muss. Gut, kommen wir zu den Kontrapunkten. Nein. Auf jeden Fall zu den, was heißt hier negativ, also Dinge, die mir ein bisschen gefehlt haben. Das fängt zum Beispiel bei den Möglichkeiten an. Ich bin der Meinung, bei GTA 4 kann man relativ wenig machen. Weniger machen als bei den GTAs zuvor. Also es gibt ein paar Dinge, die ich hier so ein bisschen vermisst habe. Das wäre zum einen die Taxi-Missionen. Die haben mir so ein bisschen gefehlt, so wie sie damals in Vice City-Manier waren zum Beispiel. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, bei Roman gibt es am Anfang die Möglichkeit für ihn, so ein paar Taxi-Missionen zu erledigen. Aber mal im Ernst, Leute, das sind auch nicht diese klassischen Taxi-Missionen, wie man sie eben aus der Vergangenheit kennt. Das sind andere Missionen, aber ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich finde es auch richtig schade, dass es keine Sanitäter und auch keine Feuerwehrmissionen gibt in diesem Spiel. Es gibt zwar die Fahrzeuge, aber man kann damit nichts wirklich machen. Und das finde ich richtig schade, weil das fand ich damals immer spannend, diese Challenges eben zu machen. Und auch auf YouTube habe ich mir immer gerne die Challenges von anderen angeguckt, also die Sanitätermissionen zum Beispiel, um zu gucken, wie haben die sich da angestellt. Und ja, das fand ich immer schön, dass es die gab. Die hätte ich hier auch gerne gesehen. Ja, da hätte ich lieber 100 Tauben weniger gehabt, sodass es insgesamt dann nur noch 100 Tauben wären und dafür dann eben die Sanitäter- und die Feuerwehrmissionen drinne gehabt. Aber na gut, es ist jetzt eben so. Entschuldigung, boah, ein bisschen Husten gehabt. Meine Güte, was ist denn hier los? Da musste ich mich erstmal so ein bisschen aushusten, weil ich jetzt so viel gelabert habe. Gut. Ja, die Credits sind hier ziemlich lange. Ich habe jetzt zwar schon eine Menge überquatscht, aber ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen. Und naja, ich werde euch gleich nach den Credits nochmal zeigen, was man für die 100%ige Wertung bekommt. Meine Güte, es ist jetzt aber echt hell. Ja, das liegt daran, weil ich die Helligkeitseinstellung ja hochgeprügelt habe. Deswegen sieht das hier jetzt so ein bisschen hell aus, aber ich glaube, das macht nichts. Ja. Wie gesagt, wenn ihr noch Interesse daran habt, was man für die 100%ige Wertung bekommt, und ich werde euch auch nochmal zeigen in den Statistiken, dass ich auch wirklich die 100%ige Wertung erreicht habe, weil sonst kann das ja jeder behaupten von sich, ja, ich habe die 100% geschafft, aber man muss es natürlich auch irgendwie beweisen können, und das werde ich machen. Also
Falls ihr daran Interesse habt, bleibt einfach bis nach den Credits dran oder spult eben vor und dann werde ich euch das nochmal zeigen. Also, bis gleich oder eben bis dann. Vielen Dank, dass ihr euch mein Projekt angeschaut habt und das nächste Projekt, ja, das wird GTA 5 sein. Also seid gespannt. Bis dann.
calling my mobile phone. So this is what the dream feels like. This is the victory we longed for. Genau, das war's mit GTA 4. Und schon mal vielen Dank, dass du ja noch dran geblieben bist. Und warum?
Ich muss kurz mal die Helligkeit runterstellen. Wieder auf Normalmaß. So. Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Damit ich euch die Fähigkeit eben auch demonstrieren kann. So, aber ich kann euch ja zuerst einmal sagen, was man für die... Ich zeige euch erstmal, dass ich die 100% wirklich geschafft habe. Da seht ihr die Wertung 100% Spielfortschritt. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter hier auf die Statistik eingehen, außer vielleicht noch auf... Wo steht das? Stand das hier nicht auch irgendwo? Genau. Anzahl der Cheat-Vorgänge 0. Das ist auch immer ganz wichtig, denn ich finde, wenn da eine 1 stehen würde jetzt, dann würde der Spielstand schon einiges an Wert verlieren, weil dann hat man ja einmal gecheatet und naja, cheaten ist halt nicht toll. Und ja, gut. Ich werde noch einen extra Part machen, also eine Bonusfolge, wo ich dann nochmal genauer auf alle Statistiken so ein bisschen eingehen werde. Boah, meine Stimme ist ja die ganze Zeit weg. Ja, ich werde nochmal, wie gesagt, ein Bonusvideo machen, wo ich auf alle Statistiken eingehen werde nochmal, aber das werde ich nicht jetzt machen. Kriegen wir noch ein paar SMS hier. Nico, wenn du mal irgendwo hingefahren werden musst, dann ruf an. Ich schicke dann einen meiner Fahrer los, der dich abholt. Rome. Ja, ist mir klar. Alles klar. Ja, was sind die Belohnungen, die man bekommt für die 100% Wertung? Erstmal ist das ein Erfolg. Der Schlüssel zur Stadt. Oder nur Schlüssel zur Stadt, glaube ich sogar. Ja, Schlüssel zur Stadt. Heißt der Erfolg, das Achievement. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr eben spielt, bekommt ihr da unterschiedliche Dinge. Und die zweite Belohnung ist, dass die Munitionsgrenze wird bei allen Waffen aufgehoben. Das heißt, wir können uns jetzt unendlich Munition kaufen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal einen kleinen Schnitt machen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir bei einem Waffengeschäft sind. Und dann werde ich euch das demonstrieren. Bis gleich. Oder nee, wir machen doch nochmal weiter hier. Roman ruft an. Hey Nico, are you okay? Yeah, I'm fine. How's married life? It's okay. Hard to be happy when your wedding goes the way ours did. Kate's death was very unfortunate. Nico, don't blame yourself. There's no one else to blame, Roman. It's my fault, because I refused to do that deal for Pecorino. It's my fault because I got close to her. I shouldn't get close to anyone. You should, Nico. Stay close to Mallory and me. We are your family. Mallory is pregnant. It's a girl. We'll call it Kate. Congratulations, Roman. You'll make a good father. We'll see you soon. Thank you. Das ist ja mein Ding, dass der Roman hier bald ein Kind bekommt. Mit Mallory. Das ist ja auch mal eine schöne, erfreuliche Nachricht in dieser schweren Zeit. Aber ich glaube, jetzt mache ich wirklich einen Schnitt. Ich wollte eben diesen Anruf noch mit drin haben, aber wir sehen uns dann gleich, wenn wir beim Waffengeschäft sind. So, da wären wir auch schon beim Waffengeschäft und jetzt kann ich euch das auch mal zeigen, dass die Munitionsgrenze der Waffen wirklich aufgehoben worden ist. Ich weiß gar nicht, mit welcher Waffe wir das machen werden. Ich glaube, wir nehmen einfach mal diese hier. Die eignet sich ganz gut dafür. Und dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen was einkaufen. Ja, so ein bisschen viel. Also, ich muss jetzt ein bisschen meine Enter-Taste vergewaltigen. Aber ist ja okay. Ist ja der letzte Part hier. Achso, und ja, ich werde übrigens, wenn ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, ich werde natürlich auch noch den Deal zeigen. Also, ich werde nochmal das andere Ende von GTA 4 zeigen. Und, ja. Da werde ich dann auch nochmal die Credits zeigen und dann werde ich eben die Musik da dieses Mal anlassen, damit ihr auch einmal mitbekommt, wie das ist, wenn eben die Credits mit der Musik laufen. Aber ich fand das auch mal ganz spannend, die Credits eben mal ohne Musik zu genießen, weil da kann man auch mal so ein bisschen abschalten und wird nicht von irgendeiner Musik abgelenkt. Also fand ich auch mal ganz spannend, so. Genau. Seht ihr, Leute, wir haben jetzt ab 9999 hört der Zähler auf zu zählen, aber wir können uns immer noch mehr Munition kaufen. Ihr seht ja, unser Geld sinkt immer weiter. Und wir können uns einfach so viel Munition holen, wie wir halt lustig sind. Und dann können wir ein bisschen ballern hier. Gunshop, not a fun shop, pal. Aua! Hör auf! Was glaubst du dir denn? Verdammt nochmal! Ich wollte doch nur meine Munitionsgrenze ein bisschen präsentieren. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt über 9999. Das heißt, er hört nicht eben da aufzuzielen.
sondern er... Ja, er geht auch noch drüber weg, aber zählt halt, es wird halt nicht angezeigt, so. Jetzt haben wir auch kaum noch Leute in der Freundesliste hier. Ich glaube, Peggy wollte gerade noch was von uns. This is Patrick McCreary. Anscheinend nicht mehr, gut. Vielleicht kommt dann noch ein Anruf, ich versuche es noch. Das war jetzt eigentlich voll dumm. Oh, ja, ja, komm. Ich will jetzt hier nicht am Ende noch sterben. Das wäre ein bisschen ungünstig. Was habe ich da bloß gemacht? Ich wollte doch nur meine Munitionsgrenze präsentieren. So, ich hoffe, wir kommen jetzt hier rein. Ja, klar. Sie haben mich beim Reinfahren gesehen. Okay, ja, aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr euch... Ja, das Projekt oder wenigstens diese Folge hier angeschaut habt. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, GTA 4 zu spielen. GTA ist einfach top. Und dieser Teil ist da nicht anders. Er ist genauso gut wie die anderen, finde ich. Jeder Teil hat da so seinen eigenen Charme. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Projekt, also geht bei GTA 5 wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Bin schon ganz gespannt, wie ich mich da anstellen werde, aber ja, jetzt genieße ich erstmal den Augenblick und bin froh, dass ich hier die 100% geschafft habe. Ja. Ja, wenn hier kein Anruf mehr kommen sollte, dann mache ich den... Dann ist es jetzt hier vorbei. Ansonsten hänge ich das noch dran. Also, bis dann oder bis gleich. Wie auch immer. Okay, Peggy will doch noch mal was sagen. Na gut, hören wir es uns doch mal an. I never thought this would happen, Nico. I never fucking thought it. Kate, sweet, innocent Katie. I'm sorry, Peggy. I was there. I tried to stop it. She didn't do nothing to nobody. It was those McCreary men who are the sinners. We're paying for that ourselves. She didn't have to pay, too. She didn't, Peggy. You're right. I gotta be with my mom, Nico. She don't got much left other than me. And that ain't much. See you, man. It's enough. See you, man. Ja, ist wirklich ziemlich traurig. Ja, und Kate hat ja einmal gesagt, als wir Kate abgeholt haben und mit ihr zur Kirche gefahren sind zusammen, hat sie ja gesagt, dass sie... Ja, dass sie eigentlich glaubt, dass wenn man einmal in dieser Gangster-Szene drinne ist, dass man da nie wieder rauskommt. Und so war es dann am Ende auch. Und das ist so ein endloser Teufelskreis einfach. Und ja, da kommt man auch nicht mehr raus. Und ich glaube, Nico wird da auch nicht mehr rauskommen. Ich glaube, Nico ist ein Charakter, der nicht allzu große Zukunft mehr haben wird im GTA-Universum. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er nochmal irgendwo einen Auftritt bekommt. Es wird ja sogar über seinen Tod spekuliert, aber... Ja, das ist jetzt eine andere Sache. Jetzt war es das aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich echt freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Projekten wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Adios.